herzlich willkommen zum heutigen Vormittag der Tagung bei der Verrichtung Holocaust und Stadistagung veranstaltet vom Wiener Wiesenthal-Institut hier an der Arbeiterkammer in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Johanna Gehlmacher. Ich lehre am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und es ist mir eine Ehre, dass ich den heutigen Vormittag moderieren darf. Wir werden zwei Vorträge hören, wie ich zuerst schon kurz angekündigt habe, unmittelbar hintereinander. Also es wird keine Pause geben. Das Thema des heutigen Vormittags wird sozusagen in einer jetzt auf den Raum Osteuropa konzentrierten Form das Rahmenthema im Anschluss an den gestrigen Vortrag nochmal aufspannen. Und dazu wird zuerst Dieter Pohl zur Judenverfolgung und Zwangsarbeit im besetzten Osteuropa sprechen und dann Elisabeth Harvey zu Women at Work in Nazi Occupied Poland, Gender, Labour and Germanization. Und dabei geht es um die Beteiligung, Involvierung von Frauen in die Germanisierungspolitik in Osteuropa. Jeder der beiden Vorträge wird etwa 30 Minuten dauern und wir werden im Anschluss daran jeweils genügend Zeit haben, um Fragen zu stellen, die Vorträge zu diskutieren. Ich möchte Ihnen jetzt gleich Dieter Pohl vorstellen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte in München und lehrt am historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er hat Forschungen und Veröffentlichungen zur Geschichte der nationalsozialistischen Massenverbrechen und zur Besatzungspolitik in Osteuropa vorgelegt. Er ist, denke ich, hier wirklich ein Experte, der Standardwerke vorgelegt hat. Er hat sich mit NS-Prozessen auseinandergesetzt, auch mit der Geschichte der DDR und mit dem Stalinismus in der Sowjetunion. Dies ist auch im Rahmen einer sozusagen noch im Druck befindlichen neuesten Publikation zur deutschen Militärbesatzung und zur einheimischen Bevölkerung in der Sowjetunion 1941 bis 1944 relevant. Er hat sich mit der Geschichte der Ukraine und mit der Geschichte Polens seit 1939 beschäftigt und seine vielen Publikationen, die, glaube ich, wirklich ein jeweils Referenzpunkt für die Forschungen in diesem Feld sind, möchte ich nennen: von der Judenpolitik zum Judenmord, der Distrikt Lublin des Generalgouvernements 1939 bis 1944. Er hat ein Buch publiziert über nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien, einen Band über Verfolgung und Massenmord in der S-Zeit, also ein sehr gut auch als Handbuch, ein sozusagen Überblick und eben schon im Druck ist das gesamte Werk zur deutschen Militärbesatzung in der Sowjetunion. Und er wird heute sprechen über Judenverfolgung und Zwangsarbeit im besetzten Osteuropa. Er hat hier seine Arbeit in mehreren Schritten, möchte ich Sie vorstellen. Und es geht also zuerst um die Entwicklung und Radikalisierung hin zum Massenmord, dann um die Entwicklung der Zwangsarbeit für Juden, um dann einen Perspektivwechsel zu vollziehen und auf, aus der Perspektive der jüdischen Seite die Bedeutung der Arbeit unter den wechselnden Bedingungen der Verfolgung zu thematisieren. Und schließlich wird er das dargestellt in dem Gesamtkontext der Zwangsarbeit und der Judenverfolgung in der NS-Regime stellen. Und ich werde Sie noch mit mir vortragen.
westeuropäischen Ländern in die Vernichtungslager deportiert wurden, stammte eigentlich aus Osteuropa, insbesondere aus Polen. Die Massenverbrechen des Nationalsozialismus in Osteuropa sind vergleichsweise spät genau rekonstruiert worden. Richtig, eigentlich erst seit dem Zusammenbruch des Kommunismus und der Öffnung der neuen Archive. Die Zwangsarbeit der Juden in deutsch besetzten Osteuropa wartete hingegen ewig die geschichtliche Ausplünderung bis heute auf eine systematische Untersuchung. Als eigenständiges Thema ist, soweit ich das sehe, bisher nur von Rolf Brunner systematisch näher betrachtet worden. Und selbst in der intensiven öffentlichen Debatte der letzten Jahre, die sich um die Entschädigung vor allen Dingen der osteuropäischen nicht-jüdischen Zwangsarbeiter drehte, spielen die genauen Umstände der Zwangsarbeit für Juden eher eine periphere Rolle. Ich möchte zunächst kurz die Entwicklung und Dynamik der Judenverfolgung in den Ländern, die bis 1941 vom Reich und von seinen Verbündeten besetzt wurden. Damit meine ich vorrangig Polen und das Baltikum und die sowjetischen Gebiete. Dazu gehören natürlich auch die tschechischen Länder und die deutsch besetzten Gebietsteile von Jugoslawien und von Griechenland. Alles in allem stehen diese besetzten Gebiete für fast 4,5 Millionen jüdische Todesopfer, das heißt für 4 von 5 der Morde. Natürlich entwickelte sich die Judenverfolgung in Osteuropa, wie sie seit Kriegsbeginn immer extreme Reformen annahm, aus der Politik des Reiches gegen die Juden in Deutschland und Österreich, die sie bis 1939 geherrscht hatte. Dennoch haben die sogenannten Ostjuden auch einen spezifischen Stellenwert im Antisemitismus. Bekürzt gesagt, in zwei antisemitischen Stereotypen. Als eher exotisch angesehener, verarmter Städtejude und auf der anderen Seite als assimilierter, vermeintlich gefährlicher, jüdischer Bolschewik. In erheblichem Ausmaß wurde die Judenverfolgung dann durch die Struktur und die Praxis der Besatzungspolitik bestimmt, durch die radikale Ausformung in Osteuropa und vor allem die totale wirtschaftliche Ausbeutung und die weitgehende demografische Umstrukturierung zum Ziel hatte, Stichwort Generalangst. Im Krieg gegen Polen kam beides sofort zum Tragen: die spezifischen Vorurteile gegen Ostjuden und der utopisch anmutende Umgestaltungswille der neuen Herren. Diese Durchbruchsphase von seit September 1939 währte zwar nicht lange, also bis etwa März 1940 sind diese ersten großen Pläne aufgestellt worden und auch eine Welle von Massenmord verübt worden. Sie setzte aber den Rahmen für weitere Entwicklungen. Tausende von Juden wurden im Rahmen echter oder vermeintlicher Repressalien schon während des Septemberfeldzugs erschossen, die Juden sofort entrechtet und weitgehend enteignet. Und die massenhaften Deportationen aus den eingegliederten Gebieten in Westpolen, die zur Germanisierung vorgesehen waren, begannen. Sie haben etwa 100.000 Juden betroffen, die insgesamt genau deportiert wurden. Eine sogenannte Lösung der Judenfrage war damit jedoch nicht erreicht. Sie wurde in so absurden Überlegungen dem Madagaskar-Plan gesucht oder, wie seit kurzem erst bekannt, in Anfragen bei sowjetischen Bündnispartnern auch eher die Juden. Diese vollendeten Tatsachen der frühen Besatzungszeit bereiteten den Boden für eine extreme Mentalität zum Deportieren und zum Töten quasi am Rande der Zivilisation. Nach dem Scheitern der megalomanen Umsiedlungsprojekte verstärkten die Besatzungsverwaltungen ihre eigenständige Jugendpolitik, auch mit der Bildung erster Ghettos, besonders die in Deutschland und Warschau. Weitere sollten folgen, insbesondere im Zusammenhang mit dem deutschen Truppenaufmarsch für den Krieg gegen die Sowjetunion. Die Wehrmacht marschierte quasi in Polen gegen die Sowjetunion im Jahr 1941 auf. Bereits Anfang 1941 war in einigen der Ghettos ein steigender Völkermord im Gange. Gezielte Überfüllung und drastische Einschränkungen bei Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten mussten zwangsläufig zu einer Massensterben führen. Zugleich entwickelte die deutsche politische und militärische Führung Szenarien des Massenmordes in der Sowjetunion. Bereits vor dem Einmarsch vom 22. Juni 1941 war klar, dass jüdische Funktionäre ermordet werden sollten, möglicherweise auch alle jüdischen Kriegsgefangenen. Bereits einen Tag nach dem Angriff auf die Sowjetunion am 23. Juni 1941 begann in einer kleinen litauischen Grenzstadt der systematische Völkermord an den europäischen Juden. Zunächst als Repressalie für rechte und vermeintliche Angriffe von Zivilisten auf die Wehrmacht deklariert, richtete er sich vor allem
entwachsenen jüdischen Männern. Zwischen Juli und Oktober 1941 dienten die SS- und Polizeieinheiten, also die Einsätze um die Polizeibataillone und die SS begraben, die Morde dann auch auf Frauen und Kinder aus. In den Städten, die seit September neu erobert wurden, brachten die Kommandos meist mit militärischer Hilfe dann alle Juden sofort um. Stichwort Baria. Im militärischen Operationsgebiet der Sowjetunion war bis April 1942 offiziell kein Juden mehr am Leben. Also, es war ein relativ hohen Zeitpunkt. Ebenso war der Kahn bei den zivilbesetzten Balkankampf vorgegangen und die meisten einheimischen Juden nicht einmal das Jahresende 1941 erlebten. Diese Radikalisierung der ersten Monate des Sowjetunionkrieges wurde sowohl vor Ort als auch maßgeblich von Berlin aus betrieben. Sie wirken sich auch im Übrigen besetzten Europa aus. Seit dem Sommer 1941 wurde in vielen Dienststellen offen über Massenmorde der Wahlen diskutiert. Da kam jetzt eben die Besprechung in Posen, wo eben schon Juden 1941 über schnelle Mittel besprochen wurde. Bei diesen Diskussionen überlappen sich die großen Deportationsszenarien, die es immer noch gab. Beispielsweise mit dem Ziel der weißrussischen Sümpfe, mit Projekten zur gezielten sofortigen Tötung. Seit September-Oktober 1941, nicht zu Unrecht von Christopher Brown als Schicksalshaft für den Monat bezeichnet, bekamen dann Vorschläge zur direkten Tötung die Oberhand. Wenn die Juden aus dem Reich, mit dem sogenannten Protektorat Böhmen und Meer nach Osten deportiert wurden, um zunächst den Drängen der deutschen Stellen nachzukommen, begann im Oktober 1941 in Ostpolen, dann auch im sogenannten Matika, die systematisch betriebene Ermordung sogenannter nicht arbeitsfähiger Menschen, das heißt vor allem von Frauen, Kindern und alten Personen. Im Frühjahr 1942 waren die Pläne für den Massenmord ausgearbeitet und die Organisation entwickelt. Nun setzen Deportationen aus vielen europäischen Ländern in die besetzten polnischen und sowjetischen Gebiete ein. Meist wird die Mehrheit der Städte bald nach ihrer Ankunft in Vernichtungslager oder an der Bürgerstätten ermordet. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler äußerte im Juni 1942, und das hat einen gewissen abschließenden Charakter, dass die europäischen Juden nun innerhalb eines Jahres ausgerottet werden würden. Zuerst in Osteuropa, dann in anderen Ländern. Das heißt, bis Mitte 1943. Und tatsächlich betrieben deutsche Stellen in den folgenden Monaten einen Mordfeldzug, der in der Geschichte präzedenzlos war. Von Mitte Juli 1942 bis Mitte November des Jahres starben jeden Tag etwa 20.000 Juden. Entweder in Vernichtungslager in Treblinka oder bei Massenerschießungen in Ostpolen. Ende des Jahres 1942 waren von 4,3 Millionen Juden im Baltikum und in den besetzten sowjetischen Gebieten unter der deutschen Herrschaft gefallen waren, nur noch etwa jeder Zehnte am Leben. Zumeist fristeten sie ihr Dasein in Zwangsarbeitslager oder in Versteck. Doch die Mörder trieben ihr Werk bekanntlich weiter. Im Frühjahr 1943, vermutlich auch unter dem Eindruck des Warschauer Ghettoaufstandes, wurden die Verbrechen wieder beschleunigt. Himmler ließ im Juni 1943 alle Ghettos, bis auf das Gerotsch, auflösen und setzte noch wenige Zwangsarbeitstage zu. Das polnische Judentum war damit fast völlig ausgelöscht, also bereits 2 Jahre vor Ende des Krieges. Wie entwickelt sich nun die Zwangsarbeit unter diesen extremen Bedingungen? Grundsätzlich war die Zwangsarbeit für Juden zunächst einmal durch ideologische Vorstellungen, als auch dann durch den konkreten Ablauf der Politik und Judenverfolgung bestimmt. Eine ganz entscheidende Voraussetzung für diese Entwicklung stellte das Bestreben dar, Juden aus dem Wirtschaftsleben zu isolieren und möglichst vollständig zu enteignen. Zugleich bestimmten Ideologien des Antisemitismus die Zwangsarbeit der Juden. Also etwa das Stereotyp, dass Juden zu körperlicher Arbeit angeblich nicht fähig sein. Ähnlich wie manchen KZ diente die Zwangsarbeit der Juden immer auch zur Gegenentwicklung. Dies zeigte sich am offensichtlichsten bei den Besetzungen, also 1938 in Österreich, 1939 in Polen und 1941 in der Sowjetunion. Die entsprechenden Fotografien sind ja allgemein bekannt.
Zwangsarbeit in dem Dritten Reich allgemein zunächst vor allem in Konzentrationslagern, in nicht unerheblichem Ausmaß, aber auch in anderen Abständen betrieben. Bis 1936-37 die Stellenwert jedoch gelingt. Dann kam es zu zwei formalen Einstellungen. Alle der Opfergruppen betraf die Expansion des Konzentrationslagersystems seit 1937, die auch eng mit den gigantischen Bauplanungen des Nationalsozialismus zusammenhingen. Speziell die Juden hatten wir jedoch mitten in der Vollbeschäftigung und der Arbeitslosigkeit zu leiden. Insbesondere die deutschen Kommunen drängten darauf, diese Personen zu transanieren und zu öffentlichen Arbeiten heranzuziehen. Mit der Begründung, sonst würden sie der Fürsorgestelle abkommen. Somit war, obwohl diese Form der Zwangsarbeit vorliegt und keine große quantitative Bedeutung hatte, die Konstellation bereits vorgezeichnet, die sich ab Herbst 1939 in Polen und dann im anderen besetzten Osteuropa unter verschärften Bedingungen entwickelte. So eine hohe Bedeutung der Arbeitslosigkeit, eine hohe Bedeutung der regionalen und lokalen Stellen, insbesondere der Arbeitsverwaltung. Neu war im September 1939 freilich das Ausmaß der Gewalt, das sich gegen ihn richtet. Wie gesagt, wurden Tausende von Juden noch jetzt erschossen, weil mehr auf Dienen und interniert. An vielen Stellen sahen die Einheiten der Wehrmacht und Teil auch SS und Polizei Juden als leichte Beute, und zwangen sie sofort zu den Tätigkeiten. Manche Besatzer machten sich einen Spaß daraus, Juden vor allem zu sinnlosen Arbeiten zu zwingen. Mit der Etablierung der Besatzungsverwaltung in Polen ab Oktober 1939 wurde die Judenverfolgung systematisiert. Jüdische Männer im Alter ab 14 Jahren unterlagen im Generalgouvernement, also im größten Teil des deutsch besetzten Polen, dem Arbeitszwang. Während ethnische Polen die Arbeit zur Pflicht gemacht wurde, das heißt, sie konnten sich die Arbeitsstelle aussuchen und wurden regulär bezahlt, waren jüdische Männer freiwillig für jede deutsche Dienststelle, die sich bedienen lassen wollte. Dagegen versuchten die neuen Arbeitsämter in Polen ein mehr oder weniger geordnetes Verfahren der Ausbeutung zu entwickeln. Die radikale Ausplünderungspolitik bereits während des deutschen Feldzugs hatte zur Folge gehabt, dass das Wirtschaftsleben weitgehend zum Erliegen gekommen war. Ähnlich fatal wirkte sich oft der hemmungslose Ausschuss jüdischer Fachkräfte aus. Freilich wurde dies nicht rückgängig gemacht. Vielmehr wurde nur ein Teil der Betriebe in Polen wieder in Gang gesetzt, die solche die als zwingend galten. Und jüdische Facharbeiter konnten höchstens mit minimaler Bezahlung wieder eingesetzt werden. Ebenso jüdische Eigentümer von Betrieben bisweilen zu Arbeitern in ihrem eigenen Betrieb deklariert wurden. Die meisten Juden waren jedoch arbeitslos, entweder schon seit den 30er Jahren. Oder auch weil viele jüdische Kleinselbstständigen der Ausbildung zum Opfer gefallen waren. Auch die permanenten Umsiedlungen, sei es zwischen den Regionen, vom Land in die Stadt oder innerhalb der Städte, hatten oft eine völlige Mittellosigkeit zur Folge. Insgesamt entwickelte sich die Zwangsarbeit für Juden in Polen zunächst relativ uneinheitlich, meist nach den jeweiligen Anforderungen der deutschen Dienststelle. Anfangs gibt es schon kurzfristige Arbeitseinsätze und billige Razzien, das wird. Doch schon Anfang 1940 wurden die ersten Arbeitsbataillone und Zwangsarbeitslager für Juden eingerichtet. Diese waren einerseits ein Instrument zur Kontrolle und Unterdrückung der Juden, andererseits sollte so das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitseinsatzort unternommen werden. Oft sorgten regionale Verwaltungsstellen für die Einrichtung solcher Lager etwa die Wasserwirtschaftszentren. Wenn die Judenverfolgung im Allgemeinen, also in Politikbereiche, in der Hand der Besatzungsverwaltung blieben, kam bei den Lagern wieder der SS- und Polizeiapparat ins Spiel, wie schon im Feldzug 1939. Insbesondere im Distrikt Lublin organisierte der dortige SS- und Polizeiführer Willy Gorodschnik ein regelrechtes Lagersystem, in dem jüdische Männer vor allem für ihre Arbeiten schützen mussten. Das Lagersystem gestaltete sich brutal. Die Versorgung war völlig unzureichend und Gewaltexzesse an der Tagesordnung. Man schätzt, dass 1940 etwa 50.000 jüdische Männer, die teilweise aus anderen Distrikten als Lublin herangeschafft wurden, so ausgebeutet wurden. Ebenfalls im Land der SS wurde die sogenannte Organisation Schmelte aufgebaut, benannt nach dem Polizeipräsidenten von Dessau. Er begann Ende 1940 damit, ein System von Zwangsarbeitslagern in Ostoberschlesien, also Katowice, aufzubauen,
dass sie schließlich von Niederschlesien bis ins Sudetenland streckte. Mit ihrer Hilfe sollte vor allem die Autobahnfresser nach Katowice ausgebaut werden, aber auch die Industriebetriebe in der Region sollten sich an jüdischer Arbeitskraft bedienen. Schmelz System umfasste schließlich 150 Lager und 150.000 Insassen und wurde dann ab 1942 allmählich als Außenlager vom Konzentrationslager Auschwitz übernommen. Bemerkenswert an dieser Struktur ist unter anderem, dass sie entgegen der Weise Hitlers polnische Juden auch auf das Gebiet des Altreiches verachtete. Sogenannte Autobahnlager wurden ab früher 1941 auch im Martegau errichtet, entlang der Strecke von Zumeist waren die Arbeitsämter für die Organisation der Zwangsarbeit zuständig, oft mit so größeren sogenannten guten Einsatzstellen. Dort wurden umfassende Karteien geführt und dort konnten sich deutsche Arbeitgeber melden und ewiges Personal benötigen. Die Arbeitsämter wiederum gaben ihre Weisungen an die Jugendräte, also die Zwangsvereinigung der Juden, welche selbst größere Arbeitsabteilungen einrichten mussten. Die Jugendräte und die jüdischen Fürsorgeinstitutionen versuchten zwar alles zu tun, um der Bevölkerung ein Auskommen zu ermöglichen. Eine regelrechte Politik der Produktivierung kam jedoch nur allmählich zustande. Insbesondere Ghetto Lodge, das wir noch näher hören werden, das sehr früh eingerichtet wurde und hermetisch abgedeckt war, bemühte sich die Linken Ratsvorsitzende, möglichst viele deutsche Firmen und Aufträge anzubieten. In Warschau hingegen begann erst im Frühjahr 1941 eine solche Politik. Die Schätzungen darüber, wie viele polnische Juden Personen. Das heißt, ein Drittel aller Juden im deutsch besetzten Gebiet. Also von den 3,5 Millionen Juden in den Polen sind ja zunächst nur 2 Millionen unter deutscher Herrschaft gefallen. Das änderte sich dann ab der 1941. Mit dem Sommer 1941 veränderten sich auch die Koordinaten für die Zwangsarbeit. Zunächst schien es so, als würde sich mit dem Angriff auf die Sowjetunion in erster Linie die Vorgänge von 1939 sofort die Zwangsrekrutierung der jüdischen Männer zur Aufräumarbeiten, Szenen für die Demütigung und anderes mehr. Doch der Massenmord an den jüdischen Männern zeigte an, dass sich die Zwangsarbeit hier in ganz andere Dimensionen bewegte. Mit der Ausnahme einiger Facharbeiter und Ärzte wurden gerade die Arbeitskräfte ermordet, was übrigens frühzeitig zu internen Diskussionen unter den Insassen führt. Doch glaubte man ohnehin, der Bedarf von jüdischen Zwangsarbeitern sei in den besetzten sowjetischen Gebieten gering, da der Krieg bald gewonnen sei. Gewerbliche industrielle Strukturen befanden sich vor allem in Ostpolen, im Baltikum und in einigen größeren altsowjetischen Städten. Doch diese wollte man weitgehend ausplündern, sofern sie nicht ohnehin durch Kriegseinwirkungen zerstört waren. Als sich dann auch hier eine stabile Besatzungsverwaltung etablierte, war zwar der Bedarf an Facharbeitern für rüstungsnahe Betriebe groß, da es den sowjetischen Behörden vielfach gelungen war, 1941 das Personal zu evakuieren, doch insgesamt schätzte man von deutscher Seite die quantitative Bedeutung der Juden für den Arbeitsmarkt als gering ein, weil anfangs noch in vielen Regionen Arbeitslosigkeit herrschte, vor allem weil, wie gesagt, die jüdischen Männer frühzeitig gemordet wurden. Die Balten mindestens die Schicksalarbeiter hinaus, bevorzugt durch Säulen ersetzt, die aus dem Wald in der Tour in Deutschland auch dazu zu bieten, dass sie sich reklamieren. Die Gleichheit der Antike und der Ausbeutung hat zur Folge, dass die Anzahl von Juden in den 1941 besetzten Gebieten erheblich geringer war als westlich davon. Lediglich in Ostgalizien, das östlich des Buglager aber dem Generalgouvernement zugeschlagen wurde, entwickelte die SS ein eigenes größeres Projekt an der sogenannten Brückerstraße 4, also sozusagen eine Fortsetzung der Autobahn Krakau bis Dniepropetrovsk. Im Spätsommer 1941 kam zeitweise auch das Konzept Vernichtung durch Arbeit in Diskussion der Täter, das in der Forschung ja heute doch immer wieder eine prominente Rolle spielt. Quasi die Fälle, in denen du im Lager gezielt durch ihren Arbeitseinsatz zu Tode gebracht wurden, insbesondere in der KZ oder beim Straßenmord zahlreich. Doch wurde Vernichtung durch Arbeit eher indirekt zur Politik der SS. Stattdessen rückt immer mehr die Selektion in den Vordergrund. Das heißt, vermeintlich Arbeitsunfähige sollten sofort ermordet werden, ebenso die geschwächten Häftlinge in den Lagern.
Die Personen aber, die als Arbeitsfähig eingestuft wurden, und zwar bei den Unvergleichsersehen, sollten ihre Arbeitskraft gerade erhalten. Der Beginn des Völkermords im Sommer 1941 hat also die Rahmenbedingungen der Zwangsarbeit entscheidend verändert. 1939 besetzten Polen allerdings mit Verzögerung bis 1942. Einerseits setzte nun ein Kampf deutscher Institutionen um die Zwangsarbeit ein, andererseits sahen nur den Arbeitseinsatz als Mittel zum Überleben an. Von besonderer Bedeutung ist schließlich die Tatsache, dass die deutsche Kriegsführung Ende 1941 der Schlag von Moskau eine tiefe Krise gibt. Immer mehr deutsche Männer mussten an die Front, die wiederum durch nicht-jüdische Zwangsarbeiter aus ganz Europa ersetzt werden sollten. Somit gilt es auch der Arbeitsmarkt in Polen. Gleichzeitig expandierte das KZ-System seit Herbst 1941 noch einmal deutlich. Nicht zuletzt im Rahmen der großen Ansiedlungspläne der SS im Osten. Doch nicht diese wurden größtenteils gestoppt, sorgten letztendlich für den hohen Bedarf an kostenlosen oder günstigen Zwangsarbeitern, sondern immer engere Kooperation zwischen deutschen Unternehmen und den Konzentrationslagern. Wurden in Polen bis zu 1942 vor allem vermeintlich Arbeitsunfähigen ermordet, so erweiterte sich der Opferkreis mit der Totalvernichtungsaktion vom Sommer 1942 noch einmal deutlich. Im April des Jahres hat der SS-Chef Himmler offensichtlich die ausdrückliche Anweisung gegeben, alle 17 bis 32 oder 17 bis 35-jährigen arbeitsfähigen Juden, das waren vor allem Männer, von den Morden auszunehmen. Dennoch rollte die Vernichtungswelle über ganz Polen hinweg. Lediglich die kriegswichtigsten jüdischen Arbeiter sollten am Leben bleiben. Und dazu waren Zwangsarbeitslager einzurichten oder der Ghettos, das sogenannte Arbeitsghettos, umzuwandeln. Das hieß ein reduziertes Ghettogebiet und Tötung der meisten Familienangehörigen der Arbeiter. Die Auseinandersetzung deutscher Behörden und Unternehmen und das Leben der Arbeiter erreichten im Spätsommer 1942 ihren Höhepunkt. Gerade zu dieser Zeit begannen immer mehr deutsche Unternehmen aus Furcht vor dem beginnenden Bombenkrieg im Reich Filialen in Zentralpolen zu errichten. Gleichzeitig drängten sie auf die Belastung der jüdischen Zwangsarbeiter. Und die Haltung der Wehrmacht in dieser Frage sieht etwas anders aus als in den weiter östlichen Gesetzen der sowjetischen Juden, während nämlich die Wehrmachtstellen im Operationsgebiet der Sowjetunion vielfach die Massenmorde unterstützt haben, plädierten sie in Polen oft für die Belastung der jüdischen Arbeiter. Diese Diskussion reichte übrigens bis zu Hitler hoch, der im September 1942 entschied, die jüdischen Facharbeiter im Generalgouvernement in Bayern leben zu lassen. Und selbst die SS entwickelte ein ganz begrenztes Interesse am Erhalt der Juden. Himmler bemühte sich darum, eine eigene SS-Wirtschaft aufzubauen und griff dabei auf jüdische Arbeitskräfte zurück, über die er ohnehin ein total zur Verfügung stellte. Zwar entwickelte sich der Arbeitskräftemangel auch 1943 immer dramatischer. Nun jedoch rückten für den SS-Chef vermeintliche Sicherheitsbewegungen in den Vordergrund. Nach der Verstärkung des jüdischen Widerstands ließ er Lager um Lager auflösen, das heißt die Häftlinge erschießen, etwa im sogenannten Erntefestmassaker im Raum Berlin Anfang November 1943. Letztendlich war Ende 1943 von den polnischen und sowjetischen abgesehen von den Unterrichtauchen, nur noch solche Armeen, die Zwangsarbeit in Zentralpolen, also von Lodz bis Radom, in Estland oder in Auschwitz verrichteten. Doch mit der sowjetischen Sommeroffensive 1944 entschied sich auch deren Schicksal. Die meisten wurden unter grauenhaften Umständen nach Westen evakuiert, nur eine Minderheit von ihnen überlebte, schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Personen. Für die osteuropäischen Juden selbst war die Zwangsarbeit mit Gewalt, Demütigung, Unterversorgung und Tod verbunden. Gerade die große Teile der polnischen Juden hatten schon vor Kriegsbeginn sich in einer prekären Situation gesehen. Schwer getroffen von der Wirtschaftskrise, aber auch von Boykottkampagnen der polnischen Regierungen und Institutionen seit 1935. In Kleinhandwerk, also klassischen Berufsfeldern, lebten viele am Existenzminimum. Dennoch brachte die deutsche Besatzung natürlich eine völlig andere Dimension. Überall drohte denn der Tod bei Verletzungen der rigiden deutschen Anordnung oder aus nichtigsten Anlässen.
Seit dem Winter 1940-41 verschlechterte sich zudem die Gesundheitssituation dramatisch. Nachdem sie die Woche der Gewalt in 1939 bestanden hat, versuchten die meisten jüdischen Männer, ihr Gewerbe wieder weiterzutreiben. Sie waren in scharfen Restriktionen unterworfen, mit Sperrung von Konten, Benachteiligung in der Warenzulieferung, oft Verlust der Räumlichkeiten und der ganzen Infrastruktur für die Wirtschaftstätigkeit. Das Ausmaß der Zwangsarbeit war offensichtlich regional recht unterschiedlich. Vor allem dort, wo seit 1940 Zwangsarbeitslager eingerichtet wurden, drohte man schnell das Opfer von Razzien zu werden. Aber auch Ghettos von Marschall und Wien dienten als Reservoir für viele Zwangsarbeitslager. Hingegen arbeiteten mit der Ausnahme von Lodz nur wenige Juden 1940-41 für deutsche Betriebe. Öfters kam es hingegen vor, dass man sich zu einem von Hilfsdiensten für die Wehrmacht, für SS und Polizei und die Verwaltung heranzog. Die Zwangsarbeit war in erster Linie das Schicksal jüdischer Männer. Anfang kehrten die meisten nach der Arbeitsabends heim. Die Kasernierung nahm erst allmählich zu. Viele von ihnen wurden jedoch auf der Straße eingefangen, ohne dass die Familie Nachricht über ihren Verbleib erhalten hätte. Die Angehörigen verloren damit nicht nur ihren Mann bzw. Vater, sondern auch die Familienversorger. Frauen wiederum waren frühzeitig in der Textilarbeit eingesetzt, überlebten aber meist die Ghettoräume des Herbst 1943 nicht. Nur in einem Teil der Zwangsarbeitslager wurden Frauenabteilungen eingerichtet. Meist zur Versorgung der anderen männlichen Häftlinge. Obwohl jüdische Kinder vereinzelt schon im Alter von 9 Jahren zur Zwangsarbeit herangezogen wurden, beziehungsweise auf eigene Faust zu ihrem Überleben zu sichern versuchten, lebte im besetzten Osteuropa Ende 1942 kaum mehr eins von ihnen. Sie wurden die wehrlosesten Opfer der Pseudokolonisierung der Jugendverfolgung. Ähnlich wie bei der Zwangsarbeit für nicht-jüdischen Osteuropäer im Reich spielte die Art der Arbeit eine wichtige Rolle für das Überleben. Insbesondere Straßen- oder Steinbrucharbeiten konnten so zur tödlichen Gefahr werden, im Bergbau waren Juden allerdings anscheinend kaum eingesetzt. Deutlich weniger geschädigt wurden zahlreiche Zwangsarbeiter im Textilbereich. An der Arbeitsstelle waren jüdische Zwangsarbeiter völlig der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgeliefert. Dabei spielte zunächst einmal eine Rolle, ob sich um SS-Funktionäre, um deutsche Unternehmer, um Vorarbeiter oder um einheimische Polen handelte, manchmal auch Werkschutz. Generell war die Behandlung durch die SS natürlich ausgeprägt schlecht, aber auch Demütigungen oder gar Morde durch einheimische Polen waren nicht denselben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass das Leben eines Juden im besetzten Osteuropa in der Öffentlichkeit ab 1942 als wertlos angesehen wurde, und dass Massenmorde zu dieser Zeit zum Alltag in osteuropäischen Städten gehörten. Gerade diese Stimmung war es, die manche Vorarbeiter erleichterte, die jüdischen Zwangsarbeiter zum Letzten auszubeuten und zu misshandeln. Mit dem Beginn der Massenmorde wurde es den bedrohten Juden schnell klar, dass die Zwangsarbeit ihr Leben retten konnte. Deshalb waren Qualifikation, aber auch der Besitz von Werkzeugen von hoher Bedeutung. Darüber hinaus musste man sich ein jugendliches Aussehen geben, um die Selektion bei der Ghetto-Räumung oder in Auschwitz widerstehen zu können. Nach der Auflösung der lokalen Ghettos waren die Juden praktisch vogelfrei. Es bestand mit der Befehl, Juden sofort zu erschießen. An solchen Orten wurde das Ghetto offiziell aufgelöst worden. Deshalb kann man für die Zeit Ende 1942, dass man sich grotesk an anmutende Phänomene beobachten, dass die Juden sich darum bemühten, in ein Zwangsarbeitslager hineinzugelangen. Ja, regelrecht in Einzelfällen dafür bezahlen. Ein besonders eklatanter Fall ereignete sich Mitte 1943 in Ostgalizien. Dort befreite nämlich eine Gruppe sowjetischer Partisanen ein Zwangsarbeitslager, das ohnehin von den Juden selbst überwacht wurde. Während ein geringer Teil der Zwangsarbeiter mit den Partisanen flüchtete, baten die übrigen die SS-Leitung darum, das Lager wieder weiter betreiben zu dürfen. Für die jüdischen Zwangsarbeiter gab es bis Sommer 1943 eine gewisse Berechenbarkeit ihres Schicksals in den Grenzen, sofern sie rüstungsnah eingesetzt waren. Damit war es aber seit den Liquidierungswellen des Sommers 1943 vorbei. Nun spielten sie individuelle Odysseen ab. Zunächst bei der Evakuierung der Lager in Polen, dann innerhalb des KZ-Systems, oft bis in die
drei Tage 1945. Nicht wenige Überlebende hatten 12 oder mehr Lager mitgemacht, bevor sie befreit wurden. Und die meisten Überlebenden aus Polen, aus der Sowjetunion und dem Baltikum waren zeitweise in einem Zwangsarbeitslager gewesen. Nur so konnten sie nämlich die Zeit zwischen der letzten Ghettoauflösung im Sommer 1943 und dem Kriegsende durchstehen. Ein Untertauchen und Versteck über lange Zeit nur möglich war, wenn man über eine ausreichende Zahl von Helfern verfügte. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss möchte ich noch einmal an den Kontext der Zwangsarbeit für Juden im besetzten Osteuropa erinnern. Die Juden in Polen, im Baltikum und in der Sowjetunion standen aus Sicht der NS-Täter am untersten Ende der rassistischen Leiter, oftmals noch unterhalb der sogenannten Westjuden. Zugleich befanden sie sich teilweise schon 1939 in einer schwierigen Lage. So waren sie schon vorher ohne große Ressourcen und völlig der Willkür der Besatzer ausgeliefert. Die Besatzungsmacht wiederum entwickelte bis 1941 keine konsistente Arbeitsrekrutierungspolitik. Zwar wurden ethnische Polen zunächst durch Anwerbung, dann unter Druck und schließlich mit offener Gewalt für das Reich rekrutiert. Doch eine regelrechte Zwangsarbeitspolitik entfaltete sich erst nach dem Scheitern des deutschen Angriffs auf Moskau im Dezember 1941. Bezüglich der Juden hatte die Vernichtungspolitik immer Vorrang, da diese Minderheit von dem NS-Regime als gefährlich und als wenig arbeitsfähig angesehen wurde. Deshalb sind auch kaum zentrale Weisungen zur Zwangsarbeit für Juden zu finden, lediglich eben Ausnahmeregelungen im Kontext der Massenarbeit. So gestaltete sich die Zwangsarbeit unsystematisch, für die Opfer wenig willkürlich, gewalttätig und die meiste Zeit offensichtlich monokonomisch. Aus Sicht der Besatzung war Zwangsarbeit nur in eine Übergangsmaßnahme. Das hat Ulrich Herber auch gestern mehrfach betont. Denn bis 1941 erwarteten die Besatzungsverwaltung eine Abschiebung, dann eine baldige Ermordung der Juden. Eine jüdische Zwangsarbeit war eigentlich nicht vorgesehen. Aus deutscher Sicht war aber auch der Verlauf des Krieges eigentlich nicht vorgesehen. Als sich das Land mit Stalingrad dann endgültig endete, waren bereits fast 90% der Juden im besetzten Osteuropa ermordet. Je näher die Fronte Osten wieder rückte, desto mehr galten wenigen und noch lebenden Juden aus nationalsozialistischer Sicht als Gefahr im Rücken der Front. Lediglich einige Rüstungsfunktionäre und Unternehmer setzten sich dem schließlich entgegen. Nicht wenige, wie ich meine, aus humanitären Motiven in einer Nähe des Verbrechens. Unter den jüdischen Männern war die Zwangsarbeit anfangs wegen ihrer Willkür gefürchtet. Dies änderte sich spätestens im Herbst 1942, als die Zwangsarbeitslager auf den letzten rettenden Aufenthaltsort wurden. Gerade dies unterstreicht erneut die weltkatastrophale Lage, die deutsche Herrschaft die Menschen in Osteuropa gebracht hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Einnahmen hat das im letzten Monat auf rund 16
Atmosphäre abgewickelt hat. Es ist ihm nicht nur gelungen, deutsche Betriebe, also Präventionsleiter, oder einzuladen, sondern er hat auch eine Menge jüdische Betriebe dort zugelassen oder ebenfalls es ihnen ermöglicht. Und interessant war für mich, dass in der ganzen Korrespondenz in der Zeit, aber auch nachher kam dann noch hin, niemals die Rede war, dass das eine kurzfristige Angelegenheit war. Das war eigentlich immer so, wie wenn das weitergehen würde. Also entweder war es ihm nicht bewusst oder ja, wie verzählt das in der Korrespondenz oder nach dem Krieg auch also darstellen können. Es waren ja 500.000, 450.000 bis 500.000 Einwohner. Es ist auch nicht die Rede gewesen, dass während dieser Zeit es zu größeren Deportationen kam. Das kam eben dann Mitte des Jahres 1942, wo das dann offiziell auf 35, inoffiziell auf 70.000 reduziert wurde. Ich wollte das nur dazu als Ergänzung noch sagen, dass es dort auch Perioden und Leute gab, die versucht haben, da aus den Arbeitskräften, also nicht in den Namen von Zwangsarbeit, sondern durch die jüdischen Betriebe sich auch durch freiwillige Arbeit etwas zu erreichen. Ist das kurz kommentieren darf, Herr Paul Bischof, Sie sind ein der auch sein Kollege Heinz Auerswald, der die Medienpolitik betrieben hat. Meine Argumentation war sehr stark, dass sozusagen aus Sicht des Regimes, das heißt, mehr auf den Spitzen, sowohl in der Besatzungsverwaltung, also Krakau und natürlich in Berlin, dass es schon als Übergangsmaßnahme gesehen wurde, wie gesagt, zunächst mit dem Ziel einer Deportation und später mit dem Ziel der Ermordung. Eine kurze Anmerkung, die Frage ist natürlich, ob man hier in einem Ghettobetrieb von freiwilliger Arbeit so sprechen kann, ich würde das schon auch der Zwangsarbeit zuordnen. Sondern das ganze Setting ist, die Leute werden wir haben ein ähnliches Problem mit der Frage der Freiwilligkeit der osteuropäischen Fremdarbeiter, wie die ins Reich kamen. Es ist ja so, dass also früher 1942 tatsächlich plakatiert worden ist in den besetzten Gebieten, also in den besetzten sowjetischen Gebieten, und sich zunächst der 10.000 auch gemeldet haben. Aber auch hier ist ja auch das Problem, man sieht das ganz genau und untersucht relativ genau, dass diese Leute vor allem aufs Hunger gebieten. Ähnlich ist es natürlich im Marschall, wenn die Zwangssituation außen rum war schon so stark, dass es wirklich schon im Komplex der Zwangsarbeit mit zurechnen. Wenn dann auch sozusagen irgendwann natürlich insbesondere nach bekannt werden der Massenvernichtungen sozusagen die Suche nach Zwangsarbeit einsetzte. Aber Bischof ist ein sehr interessanter Fall, wo ihm sozusagen eine gewisse Rationalität immer schwer aus der Retrospektive zu entscheiden natürlich auch zum Teil humanitäre Motive da einen anderen Akzent setzen. Und das ist sicher auch kein Einzelfall, also auch eine andere Ghettoverwaltung aus den Personen. Wenn ich vorher noch eine interessante Familiengeschichte, also seine Frau war
letzte Frage, das ist die Struktur des oberschlesischen Judentums und die Lage des Judentums in der Regierungsbezirk Katowice ist ziemlich kompliziert und bei den manchen Kollegen nicht so völlig verständlich. Also erste Frage, die deutsche die Struktur des Judentums. Also ungefähr, es wird geschätzt, von diesen 3 Millionen Juden fast 60 oder 70%, das waren Kalkkorridare. Und eigentlich, sie legten an der Grenze des Armutums. Das waren entweder Städte in Ostpolen oder kleine Städte im Umkreis von Lodz, wo wurde eigentlich kein Arbeit getrieben. Familienweise, mit Familienmilieus und am Rand, wie gesagt, sie lebten am Rande des Armuts. Jetzt ist ein neues Buch erschienen vor 2 Jahren, das ist eine in Polen, in Israel lebende jüdische Kollegin, Kada heißt die Frau, und die hat wahrscheinlich in Deutschland ähnlich übersetzt und ich habe betreut diese Arbeit. Und ich glaube, da wird ziemlich genau nachgewiesen, dass dieses jüdische Proletariat in der Lage war, viel schlimmer als das polnische. Und deswegen, ich habe genannt, diese Fragen der polnischen Politik gegen Juden Ende der 30er Jahre. Die Wende kam nach dem Tode Piłsudskis. Piłsudski war ausgesprochen jugendfreundlich. Die ganze Sanacja-Regierung lässt sich ohne unter Piłsudski konnte nicht gegen die Juden vorgehen. Dann nach dem Tode von Piłsudski, da kamen bei dieser Sanacja die rechtsradikale Stimmung und auch deutsche Einflüsse. Und da war eine Tendenz im Rahmen der Regierungskreisen, die Juden loszuwerden. Und da wurde gefördert die Emigration nach Palästina, die besonders diese radikalsten Juden von Jabotinsky. Sogar für diese Jabotinsky-Gruppe wurden von den polnischen Militärs solche Militärlager in Polen vorgenommen und sie haben sich in Polen ausgeübt. Und manche Kopfhändler der Kagana, die haben diese Militärausbildung in Polen bekommen, vor den Kriegen. Also das ist, und deswegen, da waren diese Madagaskar-Projekte und dieses Name Madagaskar, der wurde eigentlich teilweise von den Deutschen und den Polen übernommen. Und in Polen waren solche Projekte, die wollen den Juden dort. Und nach Madagaskar, da kamen Vertreter der polnischen Regierung. Es wäre möglich, dort die Juden unterzubringen. Das ist die erste, meine erste Begrenzung. Die zweite Frage, die Frage für die Polen ist besonders peinlich, nämlich die Teilnahme der Ostvölker an der Vernichtung der Juden. Litauen, Polen, Ukraine. Sie können wahrscheinlich diese ganze Auseinandersetzung in Polen über Gewappnet. Und solche Fälle wie Gewappnet, da gab es mehr, ungefähr mindestens 12 oder 13 in der ganzen Gegend. Ich möchte auf die Frage nicht eingehen. Das Buch von Gross wurde in Deutsch übersetzt, aber die wurde in Polen ziemlich kritisch behandelt. Und es läuft weiter sehr interessante Diskussion. Und ich glaube, es wäre sehr interessant, also den Deutschen bzw. der Öffentlichkeit diese Diskussionen so näher zu bringen. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt, also jedenfalls, danke.
sogenannten Oststreife, war das Judentum polnisch-jüdisch und die Sprache nicht Deutsch, sondern Jüdisch. Und es ist ziemlich interessant, also dieses ehemalige russische Teil wurde schon nach 1940 judenrein. Und das wird das in Oststreifen erst bis zu 1943. Dort lebten Ende 1943 ungefähr 90.000 Juden. Ein Teil in der Lage des Organisations Schmelz und das letzte Teil wurde ermordet in Auschwitz. Das ist die kleine Ergänzung. Positiv sind die Verfügungsgewalt, positiv sind
Jahre war. Also er konnte ihn anfordern, sozusagen, wenn man es so meint. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass der SS-Apparat auf weit weniger monolithische Reiche war, als man sich das mal vorstellt. Das heißt, die sollten draußen das machen, wie es richtig ist. Und da gibt es dann natürlich auch eine gewisse Varianzbreite. So ist ja im Grunde das ganze Dritte Reich auch angelegt, im Sinne preußischer Auftragstaktik. Das heißt, jeder Offizier vor Ort entscheidet, wie er das am besten macht. Und das hat ja meistens eine negative Folge gehabt im Dritten Reich. Also ich würde dir da weitgehend recht geben, aber ich meine, dass man die positive Verfügungsgewalt, jüdische Kampfarbeiter jetzt zu rekrutieren hat, wäre schon. Sehr interessiert zugehört bei Ihrem Hinweis